Hallo und herzlich willkommen bei Lausi spielt. Mein Name ist Lausi und ich spiele Age of Empires 2, wo wir ganz schön in die Ecke gedrängt sind. Illustrious Don Francisco, it is a pleasure to meet you. Recover my ship stolen from me by the Zamorin and I will pledge myself to your cause. Okay. Wir sollen irgendein Schiff. Ah, das hier, okay. Wir haben ja noch ein paar. Ich probiere das einfach mal, ob wir das vielleicht schnell einfach hinbekommen. Dann können wir, ich glaube, ich werde nicht hin. Also, ich glaube, ich werde ganz sicher hier mich auch mal die Piraten versuchen, als meine Verbündeten zu bekommen. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir dann uns aufs Land konzentrieren können, wenn wir die Piraten als Seeflotte oder als unsere Flotte sozusagen haben. Ich hoffe, das funktioniert so halbwegs, dass die da auch wirklich was unternehmen. Damit wir halt obwohl wir haben so wenig. Wir sind hier echt eingekesselt und wir können keine Schiffe bauen. Das wäre halt noch die Sache gewesen, mit denen wir irgendwie an Nahrung rankommen können, halbwegs. Aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier zumindest mal irgendwo ein Feld oder so reinquetschen. Schaue ich mal. Ich nehme an, da kommt jetzt noch eine Flotte. Das dürfte nicht so einfach werden, aber wenn die relativ klein ist, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ja, so viel dann dazu. Obwohl, wir müssen hier jeweils auf ein Schiff konzentrieren. Dann läuft das vielleicht. Jupp, sieht gut aus. Okay, 2 gegen 1, ich denke, das haben wir. Construir. Okay, und da wir jetzt. Im Moment, den will ich nicht mitnehmen. Okay, wie läuft das jetzt? Muss ich das angreifen oder? Wenn ich es kaputt mache, ist es weg, ne? Also, wie erobere ich das jetzt zurück? Ah, ich muss es bekehren. Ah. Ja, vielleicht, wenn wir hier. Cortar Madeira. Cortar Madeira. Und wir können überhaupt kein Feld bauen. Ah. Okay, dann, ja, dann sollen die mal Holzfäller machen. Dann setzen wir uns hier so eine Phytoria da rein, weil wir die zwangsweise brauchen. Ja, was wir auch brauchen, sind Belagerungswaffen. Holz. Na, hier sind so viele, da muss ich mich erstmal sammeln. Ich glaube, da brauchen wir wirklich erstmal die Phytoria, damit wir ein paar Ressourcen zusammenbekommen, weil wir können hier selber gar nichts machen. Das ist ja schon fast erbärmlich. Dann bauen wir mal ein Transportschiff und wenn wir den Priester hier irgendwo hinpacken, dass der außerhalb der Turmreichweite ist, dass wir dann da kurz was bekehren können. Oder dass wir halt kurz das Schiff bekehren. Da sollten wir vielleicht auch mal schauen. 3 Bekehrreichweite, das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt muss ich aber schauen.
Ja, dafür brauchen wir Holz und Gold. Also sollten wir das Gold jetzt erstmal nicht ausgeben, bis wir die Feitoria haben. Und dann den einen Mönch, den ich da habe, den will ich jetzt auch nicht direkt wegschicken. Da warten wir mal, bis wir dann tatsächlich die Feitoria haben. Damit wir das Schiff bekehren können. Ach der. Da müssten wir eigentlich rankommen. Ja, wir können ihn zumindest herlocken. Ja, in die Reichweite des Turmes. Auch wenn er sich jetzt direkt wieder verzieht. Dann so langsam haben wir genug Holz. Was ich vielleicht machen kann. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Jupp. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir den in die Mauer. Ja, Moment, da müssen wir natürlich das Tor aufmachen. Naja, oder auch nicht, der hängt jetzt da fest. Ist das nur noch der eine, dann schaffen wir's. Ja, okay, dann holen wir den mal rein. Eine Einheit mehr, die uns nichts gekostet hat. Okay, jetzt haben wir, nee, aber nicht, wir brauchen 250 Holz, ne? Ja, also nicht ganz genug. Da kommt der nächste Kriegselefant. Das werde ich natürlich probieren, aber vorher... Ah, nee, Moment, ich kann jetzt keinen zweiten Mönch schaffen, um meine... Jetzt haben wir aber genug, um den anderen Mönch zu heilen. Wir brauchen ja hier erstmal... Ja, das ist wieder so riesig. Ja, da kommen die natürlich locker ran, aber... Wirklich woanders Platz haben wir nicht mehr. Das halte ich für keine gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann... Was wir vielleicht als nächstes machen müssen, ist ein paar Brander bauen und schauen, dass wir die Flotte wegbekommen, wenn das noch schnell genug geht. Ich weiß nicht, wann die in See sticht, wie viel Zeit wir da haben, aber wenn wir das schaffen, dann werde ich mal versuchen, ob wir den Pirat auf unserer Seite bekommen und danach versuche ich ein paar Brander zu bauen, um auch, wo auch immer diese hier die Kriegsgaleonen von Samorin sind, dass ich die wegkriege. Ist der vielleicht der Grüne? Ja, okay, dann müssen wir da ein paar Brander hinschicken, damit wir die versenken. Konstruieren. Und dann müssen wir mal schauen. 200, 170, da haben wir jetzt natürlich nicht genug. Okay, das Ding steht. Das macht jetzt natürlich nicht allzu schnell was. Aber immerhin ein bisschen, also wir kriegen jetzt ein bisschen was dazu, dauert natürlich ewig, bis wir da mal wirklich was zusammenbekommen, nur mit der Feitoria, deshalb das Plündern bietet sich schon sehr an, aber wir sind halt im Moment noch zu schwach, um da wirklich was zu machen. Vor allem müssen wir erstmal eine Belagerungseinheit uns besorgen, damit wir hier die Burg wegbekommen. Ich denke, dann geht es ein bisschen besser. Dann das kostet 85, der nächste Mönch. Dann holen wir uns den mal. Dann holen wir uns kurz die nächste Einheit. Obwohl die natürlich sterben wird, gehe ich mal stark davon aus. Insbesondere, wenn hier der Turm drauf schießt. Na, komm schnell rein. Das sieht so aus, als wenn wir den hier noch reinkriegen, ja. Dann der zweite Mönch, dann heile ich erstmal. Und dann verstärken wir vielleicht noch kurz den Turm. Naja, nicht genug Gold, okay. Dann halten wir uns da mal zurück. Wir brauchen das Gold sowieso für...
Achso, ich habe natürlich keinen speziellen Bauarbeiter. Wir brauchen das Gold ja eh, um mal die Bekehrreichweite zu erhöhen, damit wir von möglichst weit weg an das Schiff rankommen. Und dann nehmen wir mal ihn. Das ist natürlich die Frage, nehmen wir einfach mal die drei Chevaliers noch mit. Versuchen da irgendwo zu landen. Mittlerweile dürfte der auch ein paar mehr Schiffe haben, aber das kostet uns natürlich alles. Gold, ich nehme aber eine Triremme noch mit. Dann, das kostet hier 200, das sind 1000, das ist noch eine ganze Weile entfernt. Dann machen wir uns vielleicht erstmal einen Tribok, sobald wir das Gold haben, damit wir hier eine Belagerungseinheit, obwohl wir haben ja eine Belagerungseinheit, aber ich glaube die Reichweite von der ist nicht groß genug. Damit kommen wir nicht an die Burg ran, ohne selber beschossen zu werden. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal den Piraten bekommen. Oder dass wir den halt auf unsere Seite ziehen können, damit wir hier ein bisschen eine Flotte haben. Ja, wirklich was entwickeln können wir nicht, weil wir ja die... weil wir einfach keine Ressourcen haben. Okay, das ist jetzt mal ein Opfer einfach, lenkt die Leute ein bisschen ab. Okay, das sieht so aus, als hätte er in der Zwischenzeit keine neuen Truppen gemacht. Das kommt mir natürlich sehr entgegen. Nein, 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 Freunde, weg, aufhören, Schluss. Na, jetzt haben wir uns hier so in der Ecke abgeladen, dass wir da nicht rankommen, oder wie? Ich wollte gerade sagen, reitet mal nicht so weit weg, sonst... Der Pirate Blood, New Dom Francisco. May our war be profitable. Ja, jetzt schaue ich mal, ob wir da zumindest ein paar Einheiten retten können. So ist es. Sie werden mehr Gold, wir werden mehr Gold halten, solange der am Leben ist. Okay, oh, wir haben sogar auch einige Einheiten von ihm bekommen. Also das hat sich gelohnt, dass wir hier uns mit dem Piraten verbündet haben, was natürlich das Problem ist. Ich dachte, der bleibt als eigenständige Einheit bestehen. Sie fehlgeschlagen, die Samurin können jetzt Krieg gerade. Ah, okay. Wir waren nicht schnell genug. Ja, das ist natürlich gut. Das sind einige Einheiten, mit denen wir direkt mal vorrücken können. Ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr, das Transportschiff da umdrehen zu lassen. Die stehen da alle so in einer Ecke. Da schaue ich mal, ob wir da irgendwie nicht was machen können. Dann schaffen wir mal die Truppen. Das sind auch noch gar nicht alle. Da kriegen wir doch tatsächlich alle auf ein Transportboot. Dann haben wir hier was. Hier haben wir eigentlich... Naja, wir haben hier nur mal einen Hafen. Wir können aber immer noch keine Fischerboote oder irgendwas bauen. Da ist doch noch Platz, oder? Ja, da ist noch Platz. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Okay, dann nehmen wir die alle mal. Rücken vielleicht schon ein bisschen vor. Und dann nehme ich mal, das ist hier so unorganisiert. Dann nehmen wir mal ein paar Einheiten und schicken die auf die Pirateninsel, um da an Holz zu kommen. Okay, hier wird gerade noch fleißig geheilt. Der hat schon wieder 100%. Der bekehrt dann mal die nächste Einheit. Ich denke, dann können wir uns mal die Bekehrreichweite holen. Und wen ich mal aussortieren werde, ist ja der einmal er hier, alle, die irgendwie ein eigenes Gesicht haben, und der Pirat, denn der muss am Leben bleiben, sonst kriegen wir da nicht mehr, irgendwann kein Gold mehr von den
Oder nicht mehr so viel Gold, wenn wir da was erobern. Dann der nächste Mönch ist fertig, dann holen wir den mal hierher. Und hier haben wir jetzt natürlich mehr Platz, aber wir können, also hier hätte sich jetzt angeboten, Landwirtschaft zu bitten. Ja, wir können nicht mal ein Holzfällerlager bauen, wir können gar nichts bauen. Also wir sind wirklich auf die Plünderung angewiesen. Ich setze hier aber trotzdem mal, ich denke, das holen wir wieder rein, ein Dorfzentrum hin. Und dann nehmen wir das hier vielleicht mal weg aus Platzgründen. Ja, das mache ich mal, dann kriegen wir hier vielleicht noch eine Uni oder irgendwas hin. Oder das könnten wir auch da unten hinbauen. Oder vielleicht noch eine zweite Feitoria, aber dann schneiden wir uns halt doch recht viel vom Einheitenlimit ab, aber ich glaube, das könnte sich sogar lohnen. 250 Gold, da müssen wir jetzt eh noch mal ein bisschen warten. So, aber jetzt haben wir ja einige Truppen. Vorher sorgen wir mal noch da nochmal dafür, dass wir da einen Einheiten dazu bekommen. Wo ist denn der zweite? Ne, das ist okay. Hier. Ah, der steckt da wahrscheinlich im Getümmel fest. Ja, haben wir uns natürlich jetzt den ausgesucht, der am wenigsten Lebenspunkte hatte. Kommen wir da noch ran? Wahrscheinlich schon. Das ging recht zügig. Aber das sind halt Einheiten, die wir nicht töten müssen. Aber ich denke, so langsam sollten wir mal einen Ausfall wagen. Der kann da eigentlich auch noch mit in die Einzelgruppe. Und dann fangen wir mal an, ein bisschen was zu zerstören. Nur kurz als Test, ob wir da... Ja, die sind ein bisschen weit vorne. Ich wollte es gerade sagen, die sind ein bisschen weit vorne. Und jetzt kommt hier der nächste Riesenschuh. Schauen wir mal, ob wir vielleicht zumindest den Turm wegbekommen, bevor wir uns wieder in unsere Mauern zurückziehen. Ja, okay. Das hat, glaube ich, tatsächlich sogar ein bisschen Gold gegeben. Ja. Okay, wenn wir uns hier ein bisschen zurückziehen und darauf achten, nicht in die Turmreichweite zu bekommen, dann können wir uns auch hier ein bisschen heilen. Das war, glaube ich, einer von uns, der da gerade gestorben ist. Außer dann sollten wir auch den zweiten Turm haben, in der Tat. Dann haben wir schon genug für einen Tribok. Dann können wir hier was gegen die Burg unternehmen. Dann von was haben wir denn recht viel? Ja, hier wieder so Leute, die uns nichts nützen, aber das sieht alles aus wie Infanterie. Achso, da ist, wollte ich gerade sagen, was macht denn der da? Aber das ist natürlich der Piratenkönig, den ich hier natürlich absichtlich und extra schützen möchte. Dann haben wir vielleicht genug Holz. Ja, in der Tat, wir haben sehr viel Holz. Die Burg ist fertig, das kann mal auf die Burg losziehen. Und
Ich meine, wir sind zwar schon ein bisschen zu spät, aber wenn ich dem die Häfen wegnehme, haben wir vielleicht nochmal eine Chance. Dann müssen wir aber, glaube ich, erstmal an den Kanonenturm vorbei. Was haben wir denn hier hauptsächlich? Sind das die Karavellen? Das sind die Karavellen. Das ist aber recht teuer. Ja gut, das bringt jetzt hier erstmal nicht so viel. Dann machen wir mal hier, was wir können. Kriegen wir vielleicht noch ein paar Mehl? Nein, erstmal nicht. Da gibt es doch auch, wie viel kostet das hier? Theokratie 200, das können wir uns locker leisten. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht so weit nach vorne und da ist es zu spät. Dann Orgelkanone haben wir, glaube ich, nicht. Ne, eine Orgelkanone haben wir nicht und ich bin auch deutlich über der Zeit. Naja, so deutlich jetzt auch nicht, aber trotzdem. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.